Der Chinese Kong und das Krokodil. Einstmals vor langer Zeit reichte das Meer noch bis hinauf nach Lopburi. Wie es für Städte am Rande des Meeres natürlich ist, hatte Lopburi einen Hafen für Hochseejunken. Denn Lopburi besaß Handelsverbindungen bis nach hinauf zu China. Unter all den chinesischen Kauffahrern, die in Lopburi ihre Niederlassungen besaßen, gab es einen besonders reichen Handelsmann. Man nannte ihn Kong, den Chinesen. Der reiche Kong kannte nur eine Sorge, wie er sein Vermögen, unermesslich groß wie es war, durch seinen Handel noch vermehren könnte. Außer seinem Vermögen liebte er nichts auf der Welt, so wie das weibliche Geschlecht. Nach Hunderten zählten die Frauen, die er mit der Macht seines Silbers auf seinen Auslandsreisen an sich gefesselt und als seine Gattin nach China gebracht. Auf seiner Handelsreise nach Lopburi sah Kong in der Stadt eine ganz besonders hübsche Frau. Sie hieß Nong Prajan, des Mondes Glitzern, und erregte sein Herz. Darum erkundigte sich Kong nach ihrer Wohnung. Als er wusste, wo sie wohnte, heuerte er eine uralte Großmutter an, die zu den Eltern des Mädchens hingehen und für ihn werben musste. Er ließ den Eltern ausrichten, dass sie getrost den Heiratspreis in Gold festlegen mochten, er würde nicht widersprechen. Außerdem würde er dafür sorgen, dass eine Schiffsprozession die vielen wertvollen Geschenke seiner Familie für die Familie der Braut so schnell wie möglich aus China heranbrächte. Der Vater von Nong Prajan nahm beglückt alle Vorschläge an, denn außer dem Gewinn in Gold und Geschenken hatte die Heirat noch einen unwegbaren Vorteil für ihn. Das Volk würde ihn Schwiegervater des reichen Chinesen nennen. Der Vater regelte also alles nach dem Willen des Kaufmanns und erklärte sein Einverständnis, ohne die Herzensneigung seiner Tochter erforscht zu haben. Tag und Stunde der Trauung wurden festgelegt. Innerhalb genau eines Jahres sollte Kong die Hochzeitsgeschenke aus China nach Lopburi überführt haben. Dann würde Hochzeit sein. Nong Prajan besaß jedoch schon seit längerem einen Geliebten, der Tai war. Daher verursachte es ihr viel Kummer und Trübsal, als sie von den Anträgen des Chinesen hörte. Am meisten Sorgen machte ihr die Aussicht, in das unbekannte und ferne China mitgehen zu müssen. Weil ihr Vater jedoch schon seine Einwilligung erklärt hatte, blieb ihr nichts übrig, als sich einem Schicksal zu unterwerfen, dem sie doch nicht entgehen könnte. Einen einzigen Trost hatte sie: das Elend traf nicht nur sie, sondern auch ihren Geliebten, und machte ihn ganz betrübt und krank im Herzen. Und diese Traurigkeit steigerte sich, je näher die Ankunft der Junken mit den Geschenken kam. Nun hatte der Jüngling die Kunst erlernt, sich zu verwandeln. Mit dieser Kunst wollte er versuchen, die Hochzeit zu verhindern. Über seine Absicht aber bewahrte er strengstes Stillschweigen. Als der entscheidende Tag herankam, erschienen die Junken mit den Geschenken tatsächlich vor der Stadt Lopburi, beladen mit hunderten Lasten von unschätzbarem Wert. Die Bürger am Strande des Meerbusens, auf den die Gegenschiffe zuhielten, schauten und konnten sich an der Pracht der Junken nicht satt sehen. Sie jauchzten und winkten vor Freude zu den Schiffen hinüber, die die Junken zum Hafen steuerten. Eine große Menge Volks hatte sich am Ufer versammelt, und unter den Zuschauern war auch jener Jüngling, der Geliebte von Nong Prajan. Der junge Mann blickte aufs Meer hinaus, und sein Herz floss über vor Schmerz. Er stürzte sich in die Fluten. Untertauchend verwandelte er sich in ein riesiges Krokodil
und schwamm hinüber zum Munde des Kanals, der Lopburi mit dem Meere verband. Dort legte er sich quer und wartete auf die Dschunken mit den Geschenken, denn er wollte versuchen, sie zu zerstören, damit die Hochzeit nicht stattfinden würde. So geschah das Wunder. Als die erste Dschunke sich dem Munde des Flusses oberhalb von Lopburi näherte, um mit dem Hafen einzusegeln, da wurden die Schiffer alle seekrank und hängten sich links und rechts in zwei Reihen über die Reling. Dadurch wurden die Dschunkenführer los und schwankten durch das bewegte Wasser dahin. Nun streckte das Krokodil seinen Körper aus und die Schiffer sahen das riesige Tier voll Schrecken. Ein Zittern lief durch die Dschunken, wenn es sich im Wasser bewegte. Aber kein Schreien konnte es verjagen. Als nun auch noch ein Nordwestwind aufkam und die Segel umschlagen ließ, begann das Krokodil mit seinem Schwanz die Wasser zu peitschen, so dass die Schiffe von Wellen und Wind hin und her gerissen sich gegenseitig rammten. Ihre Schiffe fielen ins Wasser und konnten sich mit Mühe und Not auf eine Sandbank retten. Sie streckten die Hälse aus der Flut und kämpften gegen den Aufruhr an, doch mussten viele ihr Leben lassen, bevor sie endlich festes Land erreichten. Das verwandelte Krokodil gab nicht Ruhe, bis auch die letzte Dschunke mit den Geschenken des Chinesen Kong geborsten und untergegangen war. Die herrlichen Waren, Hochzeitsgebäck, Stoffe und Haushaltsgerät, alles, was in ihren Frachträumen verborgen war, rissen die Dschunken mit sich in die Tiefe. Die Wellen trieben das eine hier, das andere dorthin, und noch lange Zeit schwamm allerlei Tücher über der Unglücksstelle herum, und aus dem Gebäck, das am Ufer angetrieben wurde, häufte sich ein ganzer Berg auf, der noch heute sichtbar ist und der Berg der verdorbenen Kuchen heißt. Nong Prajan beobachtete aufgeregt von Ferne, was aus dem Flusse geschah, und erlebte mit, wie die Dschunken des Chinesen eine nach der anderen unterging. Jedes Mal durchzuckte ihr Herz ein Strahl der Freude, und schließlich hüpfte sie vor Jubel auf und nieder, denn nun brauchte sie nicht eine der unzähligen Frauen des Chinesen zu werden. Sie brauchte sich nicht von der Heimat zu trennen und von ihrem Geliebten, der ein Mann ihres Volkes war. Die alte Liebe ergriff sie wieder mit Macht und berauschte sie. Tanzend und springend kam sie außer sich, dass sie nicht mehr wusste, wo sie war, und schließlich von der Hafenbrüstung hinab ins Wasser fiel. Schwimmen konnte die Jungfrau nicht, und so ging sie unter in der Flut und ertrank. Als der Krokodilsjüngling den Feind seiner Liebe ganz zugrunde gerichtet hatte, eilte er zurück zum Hafen, um von seiner Geliebten den Lohn zu empfangen. Aber nicht sie fand er wieder, sondern nur ihren entseelten Leichnam, den die Wellen ans Ufer gespült hatten. Schmerz und Trauer raubten dem Jüngling die Sinne. Sein Herz sprang entzwei, und er starb der Geliebten nach.